Wir zeigen euch heute eine Standard-Auslöserhandlung. Das Kreuzen. Meine Aufgabe dabei ist es, Yannick in eine gute Wurfposition zu bringen. Dafür muss ich natürlich selber torgefährlich sein, um den Gegenspieler zu binden. Mein Ziel ist, den perfekten Abstand zu treffen und den gebundenen Abwehrspieler zu überlaufen. Nach dem Pass kann ich den Ball perfekt verarbeiten, weiterspielen oder final abschießen. Das war natürlich nur die Grundform des Kreuzens. Aber man kann es auch in verschiedenen Varianten spielen. Dafür müssen aber erstmal die Basics, die wir euch gerade gezeigt haben, stimmen. Viel Spaß beim Üben!